listener, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here underneath the Christmas lights. Carols and bells, none of them help. I still feel blue. I just wanna fall in love this Christmas. Ooh. I don't need a fancy watch. Hallo und grüß euch, der Markus Burkhardt ist da vor der Kamera. Hinter der Kamera habe ich meinen wirklich gut gelungenen zweiten Sohn Nils Burkhardt. Wir werden das heute wieder machen. Wir haben heute viel vor, möchte ich sagen. Es ist schon langsam, ja, gehen wir Richtung Dezember, sind nur mehr ein paar Tage. Es ist ziemlich kalt heute, deswegen müssen wir uns sowieso beeilen. Und wir werden uns heute ein bisschen mit der Thematik lebende Weihnachtsbäume beschäftigen, werden aber auch wieder einen lieben, richtig einen lieben Deko-Block einbauen. Da hilft uns hoffentlich der Niklas, wenn er Lust hat. Und wir werden dann noch so ein bisschen, weil es zum Thema eben passt, mit diesen lebenden Weihnachtsbäumen schauen, wie man das vielleicht ein bisschen lässig dekorieren kann im eigenen Garten. Ich persönlich freue mich dann schon wieder auf Sitzen im Frühling, aber es ist meine Sache, aber ich freue mich jetzt auch auf diese schöne, eigentlich stimmige Winterszeit. Ich würde sagen, jetzt gehen wir es an. Und jetzt wird das erste Spannende, ich weiß nämlich nicht, ob man das ein bisschen dann am Bild gespürt, weil der Nils muss ja dann einen Schwenk auf ihn machen, so, um ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, um was es geht. Und wir werden uns dann da durchkämpfen, das ist nämlich so richtig ein Dschungel, echt ein cooler Wald. Wollen wir Einkaufstaschen? Ich gehe ja heute shoppen. Ah, schau, das ist schon cool. Ein richtiger Urwald. Da tat's den Tarzan auch dran. Schaut euch die Lianen da an. Richtig fette Lianen. Echt ein. Das ist selten da, dass man sowas sieht. Weil wir sind da direkt in Stadtnähe. Das Herz ist vielleicht vom Verkehr her. Aber da hat schon lang eigentlich keiner mehr was gemacht. Da fällt alles zusammen. Und eine super Krautschicht in dem Wald. Aber um das geht es eigentlich gar nicht. Wir müssen mehr da um. Wie machen wir das? Ja, jetzt kommen wir mal raus. Ich werde euch heute einfach einen Baum vorstellen, den finde ich, den man eigentlich ganz lässig auch noch an den Garten aussetzen kann. Ein Baum, der richtig ein typisch europäischer Baum ist. Ich stehe da gerade bei der wunderschönen Plattenrinde von diesem, ja in dem Fall ist schon fast ein Baumriese, aber der wird wahrscheinlich schon 50, 60 Jahre alt sein oder älter. Heute geht es eigentlich um die Rotkiefer und wir werden das Ganze heute einfach von verschiedenen Blickwinkeln aus betrachten. Ich habe mich da einmal schon zu einem schönen Stamm zu positioniert. Da braucht es euch jetzt nicht unbedingt fürchten, weil man sieht da natürlich, der Baum geht da auf, ja, die werden schon 15, 20 Meter hoch sein. Aber natürlich, wenn die 50, 60, 70 Jahre wo stehen, dann kriegen sie eine gewisse Größe. Im Hausgarten ist das bedeutungslos, weil wenn ein Baum einmal so groß ist, dann entweder schneidet man weg oder vielleicht habt ihr einen großen Garten, wo es eh wurscht ist, aber es dauert Jahrzehnte, bis Bäume so groß sind. Und trotzdem finde ich, hat dieser Baum speziell für größere Gärten wirklich auch einen Gartenwert. Und das ist ganz interessant, in den ersten Jahren ist er eh dicht buschiger. Und diese geraden Stämme, so wie man es da sieht, das ist vielleicht jetzt eh nicht ganz ideal, dass ich euch das zeige, weil wenn es so sitzt, dass er rundum und um Licht kriegt, diese Rotföhre, dann wächst er ganz anders. Die machen diese hohen Stämme, weil sie sich gegenseitig eigentlich beschatten, dann streben sie stark zum Licht auf, als extrem lichthungrig.
Und durch das bilden sie dann diese langen Stämme aus, was im Forst natürlich erwünscht ist, weil da hat man sehr viel Nutzholz. Aber im Hausgarten, wenn es den eher wo setzt, wo er rundum Licht hat, dann wird er bis zum Boden beastet sein und macht oft richtig, richtig malerische Baumformen. Vielleicht haben wir Glück und sehen sowas irgendwo noch. Weil das Thema ist nämlich auch, dass das so ein Pionier ist, das heißt so lichthungrig, dass auch seine Nachkommenschaft, also diese Samen, die er dann ausstreut, die keimen eigentlich auch nur da, wo viel Licht ist. Ich hoffe, man hört halbwegs was, weil der Verkehr ist schon ganz schön heftig. Und das heißt, je finsterer der Wald wird, desto mehr nimmt unsere Rotföhre im Bestand wieder ab. Und im Hausgarten ist es immer anders, da hat er rundum Licht und bildet eine schöne, dichte, interessante Krone aus. Wir gehen jetzt einfach so eine Runde da rein, weil das cool ist. Ich habe auch meine farblich zur Rinde passende Einkaufstasche mit und wir schauen, was wir da alles finden da drinnen. Das sind übrigens unsere heimischen Waldklimatis, diese Lianen, die sich da aufschlingen. Das ist sowieso wirklich ein cooler Wald. Wir sind einer, habe ich gleich einige schöne Bekannte gesehen aus meinem Shop. Da vorne war, ist ein Weißdorn aufgegangen. Da haben wir zum Beispiel, sieht man schön von der Rinden her, das sind wild. Gesundheit! Okay. Gegen solche Dinge übrigens, da sind wir da goldrichtig, sind Kiefern wirklich sehr gut, weil aus diesen Kiefernnahrung kann man einige Dinge gewinnen, dem wieder so antibakteriell, antiviral und so weiter, kann man inhalieren, aber das macht man vielleicht am Schluss noch. So schöne Wildkirschen, ja, da wächst wirklich viel, da ist einiges an Efeu, an Unterwuchs, Geißblätter habe ich schon gesehen, also richtig ein schönes Wäldchen. Das war jetzt ganz lustig, weil der Nils hat gerade gefragt, sind das für Bären? Riewissl. Das ist der gemeine Schneeball. Übrigens, Gehölze im Shop noch im November. Minus 10%. November ist Klaus. Die sind schon richtig, richtig eigentlich nur mehr als Vogelfutter geeignet. Total bitter. Jetzt müssen wir schauen, wie wir da irgendwie unsere schönen Kiefernkronen filmen können. Da oben spült sich das ab. Wir haben oben eine wunderschöne Kulisse, aber es ist ein bisschen schwer zum Filmen heute, weil die Bäume alle so hoch sind. Ja, vielleicht findet man dann irgendwo da unten an der Straße, habe ich gesehen, stehen einige kleinere, kompaktere, dass man den ein bisschen ins Bild einbringt, dass man sieht, das sind schon dichte Streicher. Da hinten, ich hoffe, man spürt das ein bisschen am Bild. Da sind diese ganzen Kiefernkronen, die sind schon richtig durchgewachsene große Bäume natürlich. Aber da, die Weißkiefern sind ganz interessant, oder Waldkiefer kann man dazu sagen, Waldföhre, Waldkiefer, weil es ein unglaubliches Verbreitungsgebiet haben. Ich denke, es ist vielleicht neben Wacholder, der ist noch verbreiteter, den gibt es um die ganze Welt. Aber die Rotkiefern sind zumindest in Europa ganz im Westen beginnend von Spanien, Portugal, da sind sie nicht sehr häufig. Dann im Alpenraum zu uns einer werden sie häufiger. Bis auf in den höchsten Norden, Skandinavien, ganz, ganz weit auf, bis zur Baumgrenze. Da gibt es dann bestandsbildende Wälder, weil, und dann halt bis rüber Sibirien noch, weil eben diese Kiefern eigentlich konkurrenzschwache Bäume sind, aber sie sind unglaublich zart. Also auf so Standorten, wo es ganz mies eigentlich ist von den Lebensbedingungen, trocken, schottrig oder nur so ein reiner Gesteinsboden in die Fößen rein, da wachsen die, weil da die anderen Bäume wieder keine Chance haben. Die anderen Bäume sind viel anspruchsvoller und da hat dann die Kiefer, da nimmt sie, ergreift sie die Gunst der Stunde und kann sie da absetzen und erst in hohen Norden rauf, wo die Bedingungen wirklich so hart werden, dass andere Bäume überhaupt keine Chance haben, wo es vielleicht noch die nordischen Fichten gibt in Kombination, da werden es dann richtig bestandsbildend, da sieht man dann Kiefernwälder. Sie sind viel gesetzt worden, auch bei uns in Österreich, überall an so Trockenheits-, an eher trockenen, in trockenen Landschaften Richtung Wien runter, Pannonischer Raum, da leiden sie mittlerweile auch, weil wir die gesetzt worden sind. Haben wir jetzt einmal vor 50, 60, 70, 90 Jahren, war das Wetter richtig noch wesentlich feuchter.
Und diese Niederschläge sind einfach in den letzten 10, 15 Jahren immer mehr ausgeblieben. Jetzt haben diese Kiefern auch dort, wo sie sich eigentlich wohlfühlen, immer mehr Problem, weil es einfach doch auch dort schon zu trocken wird. Die wachsen zum Teil wirklich auf einem reinen Sandboden. Es ist unvorstellbar, wie zäh die sind. Also wenn es bei euch eher trocken ist, schlechte, schottrige, steinige Böden vielleicht, dann war das ein super Baum zum Probieren. Er wächst aber im normalen Gartenboden genauso schön, halt viel schneller, aber vielleicht nicht so knorrig. Jetzt machen wir mal einen kleinen, feinen Dekoblock, würde ich sagen, aus Auflockerung. Snow is falling and the cold wind is blowing hard. I'm locked inside tonight, but my heart is somewhere else. I'm thinking of you, babe, and all your crazy ways. I miss you more right now. It must be these holidays. You know you're my everything, the only present I want. And oh, what I'd give to be with you under the mistletoe. Merry Christmas, yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance, I wish you were here tonight. Merry Christmas, yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance, I wish you were here tonight. Oh, what I'd give to have you here, my dear. We could sing and laugh about our wonderful year. I can see it now, yeah, your lips stained from the wine. And that sweet smile you have, your hand in mine. You know you're my everything, the only present I want. Oh, what I'd give to be with you under the mistletoe. Merry Christmas, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance, I wish you were here tonight. Merry Christmas, yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance, I wish you were here tonight. I'm dreaming you home for the holidays. I'm dreaming you home right now. I'm dreaming you home, cause you're all I really want. I'm dreaming you home tonight. Zu. Ah, da liegen ein paar Zapfen. Sie hat relativ kleine Zapfen, aber liebe Zapfen. Also mit denen kommt man super dekorieren. Ja, die liegen schon eine Zeit da. Und was man, ich sehe, ob sie es eh am Bild wirklich umkriegt, weiß ich nicht. Aber die Rotföhren sind richtige Pioniere. Das heißt, diese Samen, die da ausgebildet werden, die keimen eben am besten auf offenen Böden, dort wo richtig viel Sonne hinkommt, wo zum Beispiel einmal ein Sturmschaden war, wo der Sturm einen Haufen Bäume umgehauen hat, wo der Käfer tausende Fichten gefressen hat, da wird dann das Areal frei und da kann sie denn dann, sofern sie in der Nähe ist, diese Rotföhre gut aussehen. Aber sobald der Wald dann wieder dichter wird, wird die Rotföhre wieder zurückgedrängt von den anderen Pflanzen, weil sie zu schattig wird. Das ist das Interessante. Deshalb ist es wunderschön auf so irgendwelche eben Fößblöcke, wo es außer wächst und so bizarre Formen bildet. Und was auch ganz interessant ist,
ist vielleicht noch der Name Rotföhre. Wieso rot? Wenn der Nils einen kleinen Kameraschwenk dann aufmacht, die Borke, also die Rinde, fängt unten eher so gräulich an. Und je weiter man nach oben aufkommt, desto so fuchsrot, sagt man von der Farbe her, desto mehr geht es ins Rot-Orange. Und das ist eben der Name, der bezieht sich auf diese eigentlich wirklich sehr, sehr typische Rinde, weil zum Beispiel eben die Schwarzföhre, die es ja auch gibt bei uns in Österreich, aber auch in Deutschland natürlich, die hat das nicht. Da sind die Stämme eher so gleichmäßig stumpfgrau, würde ich jetzt einmal sagen. Und an den Nadeln kann man es auch eigentlich ganz gut erkennen. Sie hat ein bisschen kürzere Nadeln wie die Schwarzföhre. So, weiß ich nicht, was wird das sein? 5 bis 8 cm sind immer paarweise angeordnet. Also wir haben immer ein Nadelpaar. Und das sind so irgendwie gegeneinander verdraht. Und zum Beispiel die Zirben, das ist ganz interessant, die hat 5 so Nadeln. Die Rotföhre und die Schwarzföhre, die haben nur 2 so Nadelpaare. Da haben wir jetzt ein paar gefunden. Ja, typisch, die stehen ganz da, schon eigentlich bei der Straße. Wir müssen da ein bisschen schauen und die Leute schauen auch. Was machen die Trotteln da? Nein, Trotteln habe ich nicht gesagt. Ich habe es nicht gesagt. Sie haben sich gedacht, was machen diese zwei schönen Menschen hier am Straßenrand? Der nächste Part vorbei. Und da kriegen sie noch genug Licht, wie ich vorher gesagt habe. Und da seht ihr, da gehen die Äste dann bis am Boden runter. Und so wächst er dann auch in euren Garten. Also wenn ihr einen Platz habt, wo genug Sonne hinkommt, dann ist der mit den Nadeln bis unten benadelt. Machen wirklich sehr schöne Bäume. Alles Föhren da rauf. Ich finde auch, wenn du einen Baum setzt, ist immer schön, ein bisschen in Kombination, in dem Fall jetzt mit den Birken, die machen eine schöne Herbstfarbe, so ein leuchtendes Gelb, und dann hat man eben dieses Immergrün dazu. Ist einfach, ja, ist stimmungsvoll. Man hätte sicher irgendwo, da hätte ich nach Wien runterfahren müssen, oder Mödling oder so, da hätte man diese Föhren vom Charakter her sicher schöner einfangen können. Da ist halt eher ein Nutzwald. Aber ja, trotzdem, es kommt ein bisschen eine Stimmung um mich, die dieser Baum irgendwo ausstrahlt. Diese Borke, ich finde die Borke einfach so wunderschön. Da wächst ein Efeu auf, ist ein super Bild, finde ich. Wird dann oben irgendwann zum Blühen anfangen und einen Haufen Insekten anlocken, wie übrigens das die Rotföhre auch macht. Da sind gar nicht wenig Tiere, die an und von der Rotföhre leben, aber das dazu ich vielleicht daheim. Aber es ist irgendwo ein nettes, schönes Bild, mit dem wir uns jetzt da dabei einmal aus diesem Wald verabschieden. Genau das wollte ich euch noch vielleicht einen Hinweis machen, weil jetzt kommen dann noch so ein bisschen ein paar, nennen wir es, Verschönerungs- oder Deko-Tipps für daheim, wie ihr es um und um gemütlich machen könnt, eben auch mit solchen heimischen Gehölzen, die wir dann hoffentlich aussetzen im Frühjahr. Wir haben jetzt auf Schönes für daheim und diese Advent-Dekorationssachen noch 10% bis in die Weihnachtszeit rein. Vielleicht findet ihr was, das würde uns voll freuen. Wir haben, glaube ich, schon ein paar lässige Sachen ausgesucht. Aber das würde ich sagen, das überlasse ich dem Niklas und der Große, dass sie die um das kümmern. Wir müssen sie, gell Nils, wir haben ja immer die groben Sachen, das Grobschlechtige. Und das Feine überlassen wir den feinen Menschen. Eine super Begleitpflanze. Schaut er jetzt wirklich schön aus noch vom Laub. Das ist Lungenkraut. Pulmonaria, das heimische Lungenkraut. Das ist wirklich ein cooler Wald, weil da wächst richtig viel noch im Unterwuchs. Da geht der Liguster auf zum Beispiel. Da haben wir unsere heimischen Zyklamen, die da wachsen. Wunderschönes Laub. Also echt ein schöner, naturbelassener Wald. Ah, schau, da liegt eine Kiefer. Das, glaube ich, habe ich euch nämlich noch nicht gesagt. Aus diesen Kiefern, hauptsächlich zwar aus den Rinden, aus den Wurzeln. Man hat früher die Kiefern angeschnitten, 2-3 Jahre, die Wurzel im Boden gelassen. Und dann hat man diese Wurzeln ausgraben, diese Wurzelstumpen, und hat daraus die Kienspäne gewonnen. Die waren eigentlich jahrhundertelang das einzige Erleuchtungsmittel in Europa bis auf Skandinavien. Man hat so kleine Späne rausgeschnitzelt dann, weil sie durch das Abschneiden, also durch das Töten eigentlich vom Baum in der Wurzel, die Wurzel hat noch gelebt und hat sie dann verzweifelt mit Harz angereichert. Und dieses Harz hat man genutzt im Holz als Brennmittel.
Da hat es eigene Kinnspanhalter gegeben, wo diese Kinnspäne eingeklemmt waren. Und eigentlich so unsere, wahrscheinlich wird das Mittelalter gewesen sein, bis vor ein paar hundert Jahren, waren unsere Städte oder dort, wo man es sich halt leisten hat können, hat man diese Kinnspäne laufend getauscht, damit man ein bisschen ein gemütliches Licht hat am Abend. Ein richtiges Kunstwerk, was die Natur da macht. Diese Rinde oder Borke, das ist ja ein wunderschönes Bild, wie so Flüsse schlängelt sich das so durch. Ah, das ist noch ein schönes Bild, das muss ich euch noch zeigen. Da hat es ein paar Baumkreuz und quer zusammengehauen und da wächst der Efeu um und der entwickelt jetzt schon die Früchte. Und da haben wir ja eh schon mal dieses Efeu-Porträt gehabt, das ist gar nicht lang aus. Das heißt, das ist die Altersform, sieht man schön, typisch, anderes Blatt. Und da werden wir dann, wenn es soweit ist, wenn die Früchte reif werden, so Jänner, Februar, März rein, werden schwarz, dann kann man da ein super Waschmittel draus machen. Auch aus dem Laub, aber das ist im Sommer besser. Aber das werden wir dann probieren, wenn es soweit ist. Ja, ich glaube, jetzt kann man sich es besser vorstellen. Jetzt findet man hoffentlich Gefallen an der Rotföhre. Man sieht, da steht es frei, da hat es Platz, da ist rundum und um Licht. Das ist bei uns so ein kleines Rastplatz, also da sitzen die Leute irrsinnig gern. Normal sieht man, weiß Gott wie weit, aussehen Richtung Norden, wo es der Rotföhre auch so gut geht. Schön malerisch breit, wunderschöne ausladende Äste. Man sieht unten, der Stamm ist da ganz grau noch. Und dann gehen wir vielleicht zu, Nils, und dann füllen wir mal ein bisschen in die Krone rein, dann sieht man sicher diese Roden, die Äste werden schön rot sein, nehme ich mal an. Aber ein wunderschönes Bild, wir sind da vielleicht, weiß ich nicht, 200 Meter höher herum, schon wie in einer anderen Welt. Heute sind wir Nebel umhüllt und der Raureif macht einfach schon so eine richtig schöne, eine winterliche Stimmung. Ja. Nils, ich frage mich, wieso gehst du mit mir durch den Wald, wo man kaum gehen kann, wenn 300 Meter vor unserer Haustür so eine Rotföhre steht? Wieso machen wir das? Na, da sieht man es wirklich schön. Ah, schau. Da haben wir ein Kaugummi-Reservoir. Da erzählt mir der Schwiegervater immer wieder. Früher haben sie das Harz ausgeklätzelt und dann Kaugummi gegessen. Und das Harz hat ja auch viele Inhaltsstoffe. Vitamin C, was weiß ich, was da alles drinnen ist. Ätherische Öle. Also das ist sicher nicht schlecht, wenn man hier und da so ein Harz kaut. Da kann man einiges draus gewinnen. Hat man früher Teer gewonnen. Aus den Kiefern, Teer, Terpentin, Kolophonium hat man dann gemacht. Was weiß ich, für was man Kolophonium alles hernimmt. Ah! Spinnedeckler. Geige. Für den Geigenbogen zum Einstreichen. Nils, da sieht man das jetzt richtig super. Wenn man raufschaut, dann kommt die graue Farbe, wandelt sich dann langsam in das wunderschöne Fuchsrot von den Rotföhren oder Rotkiefern. War doch ein schöner, markanter Baum für einen Hausgarten, wer einigermaßen genug Platz hat, war wirklich schön auch drunter sitzen. Das ist, ja, ich finde so Kiefern haben ganz eine eigene Stimmung. Die verbreiten so ganz ein eigenes Feeling. Wieso weiß ich nicht? Ich weiß es nicht, aber es ist so. Ein wunderbares, reifes Spätwerk eines gewaltigen Künstlers. Ausdrucksstarke Farben, schöne stilistische Komposition. Jahrzehnte Arbeit liegen in diesem Bild. So, jetzt sind wir wieder zurück, damit das Ganze stilgerecht abbrennt im nordischen Garten. Ich hoffe, ich muss mit euch ganz eine kurze Runde gehen, weil der Raureif ist gigantisch. Und zum Glück habe ich einfach eine vernünftige Haube. Es wisst, heute filmt der Nils, dann kann ich mir sowas erlauben. Aber ist geil, gell? Das hat was. Und da haben wir es jetzt da. Das waren diese kleinen Kiefern, die Rotkiefern. Aus der kleinen Rotkiefer wird irgendwann einmal eine große Rotkiefer. Aber sie brauchen wirklich schon einige Jahre.
da braucht man auch keine Panik haben, sage ich immer. Immer seid ein bisschen relaxed beim Baumsetzen, weil bis ein Baum wirklich groß ist, vergehen oft Jahrzehnte. Und wenn er dann einmal so eine Dimension hat, ja, dann kann man sich immer noch was einfallen lassen. Entweder schneidet man dann wirklich weg, ich schweife unwesentlich ab, aber alle, die dabei waren, das letzte Mal bei den Gräser, das da oben, das sind die Reitgras Karl Förster. Das schaut einfach so cool aus, wenn sie die hinlegen. Die Stimmung, die hat man auch nicht oft im Jahr. Es ist wirklich magisch. Es ist schräg, mit einer Kiefer durch den Garten zu gehen, aber so ist es halt. Ich habe ein paar Plätze, wo ich die sicher noch setzen werde, die Kiefern, weil sie einfach auch so gut in den nordischen Garten passen. Sie hat ja, das habe ich glaube ich noch nicht gesagt, die ist ja, was weiß ich, von ganz im Süden bis hoch in den Norden auf, hier rund um den Planeten wachsen die Kiefern. Und ein Haufen Schmetterlinge, überhaupt sehr viele Insekten schätzen unsere Waldkiefer. Sehr viele verschiedene Schmetterlinge, manche sind von den Förstern vielleicht nicht so gern gesehen, weil es auch im Forst natürlich auch einen Schaden anrichten können, klar. Aber das sind so verschiedene Spinner, Spanner. Dann geht es ein bisschen in die sakrale Richtung. Da haben wir die Klosterfrau, die Nonne, das sind alles Schmetterlinge. Die brauchen unsere Rotföhren als Nahrungspflanzen. Was auch ganz lustig ist, es gibt einen Waldgärtner. Es gibt den Waldgärtner, es gibt ihn wirklich. Das ist aber kein Beruf, sondern das ist ein Käfer. Und der futtert so seltsam an diese Kiefern, dass sie nachher ausschauen, wie wenn ein Gärtner dran geschnitten hätte. Deswegen Waldgärtner. Finde ich ganz witzig. Ich habe mich jetzt nur da hingestellt, weil es einfach geil ausschaut da. Es ist so. Das Gefühl mit meiner Kiefer wird immer besser. Wir haben sie mittlerweile aneinander gewöhnt. Und was ich gerade noch erzählen wollte, das ist übrigens da hinter mir, das ist dieses amerikanische Rutenhirse. Die legt es momentan auch schön nieder. Denn vielleicht schafft es Nils, dass wir noch an den Wiesenknopf da noch ein bisschen reinschneiden. Das ist einfach ja, wunderschön, eine schöne Stimmung. Was mir ja oft so ein bisschen aus der Gärtner auch natürlich, wo er sich fürchtet, sind diese Schildläuse, die es da gibt. Überhaupt Läuse sind nicht gern gesehen. Aber einer der besten, also ich mag irrsinnig gern, einer der besten Honige wird von den Bienen gesammelt an Läusen, die eben zum Beispiel auf den Kiefern, gibt es aber auch Fichten, die dort saugen. Und hinten beim Popo von der Laus kommt die schmackhafteste Flüssigkeit der Welt hinaus. Die sammeln die Läuse, diesen Honig da. Und aus dem, aha, Lala ist beim Mausfangen, sehr löblich. Und aus diesem Honigtau macht man eben dann einen köstlichen Honig, so einen Waldhonig. Wenn es eh in Regionen seid, wo es sehr viel Kiefern gibt, dann kriegt ihr das vielleicht sogar bei euren Imker. Das ist ein Kiefernhonig, glaube ich nennt sie das, oder Waldkiefernhonig, irgendwie so. Und von einer Kiefer, also wenn die gut bestückt ist mit Läusen, da geht schon einiges, aber ein Honig, ein paar Kilo kann man da schon, oder kann die Biene für uns schon sammeln. Also das sollte man vielleicht auch mal so, wenn man sich ärgert über irgendwelche Schüttleis oder Wuhleis oder sonstige Leis, auch die haben ganz eine wichtige Funktion. In dem Fall sogar sind wir der Profiteur von diesen Läusen. Also auch Läuse sind tolle, faszinierende Lebewesen eigentlich. Die machen aus der Kiefer einen Honig, ist doch cool. Schau, die kleine Kiefer hat keine Angst. Der Nils hat auch keine Angst. Der Nils wird sich da halt elegant noch eine begeben. Ich muss wirklich sagen, Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn, was der Nils da macht. Aber er gibt sich das. Jetzt fürcht sie sich schon, die Kiefer. Jetzt tun wir es aber. Das ist gemein. Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here.
underneath the Christmas lights. Carols and bells, none of them help.